Moin Moin und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Phil und du befindest dich hier bei dem Anfängervideo zu League of Legends von der Gaming Academy. In diesem Video werde ich dir alle Basics von League of Legends erklären, vielleicht nicht ganz alle, aber die meisten, ich gebe mir Mühe. Und nach dem Video wirst du dann hoffentlich besser verstehen, was League of Legends ist, was es so gibt und ich probiere einfach, dir einen besseren Einstieg in das Game zu ermöglichen. Natürlich kommt es aber immer wieder vor, dass ich Wörter benutze, die du vielleicht noch nicht verstehst. Ich werde also mein Bestes tun, genau diese Wörter direkt zu erklären, wenn ich sie benutze. Aber falls ich das bei ein, zwei Wörtern nicht tue, schreib einfach eine Frage in die Kommentare und ich werde sie dir direkt beantworten. Dann noch einmal vorab zu dem Thema Jungle werde ich das hier so ein kleines bisschen ausklammern. Ich werde einen Ticken drauf eingehen, aber einfach weil der Jungle so ein extrem großes Thema ist, werde ich das nicht in dieses Video noch mit hineinpacken können, weil das würde absolut den Rahmen sprengen. Deswegen kommt dazu nochmal ein separates Video und wir konzentrieren uns jetzt auf alles andere außer den Jungle. Fangen wir aber einmal erst damit an, was es denn so alles zu spielen gibt. Wir haben da mal die Summoner's Rift, das ist die Karte, die wir hier auch gerade sehen. Da gibt es den Blind Pick Modus. Der Blind Pick Modus ermöglicht es beiden Teams unabhängig voneinander zu picken, was man möchte. Und dementsprechend kann es auch passieren, dass die gleichen Champs im Team sind, beziehungsweise im Gegnerteam eher gesagt. Das heißt, der Toplaner spielt vielleicht Malphite gegen auch einen Malphite auf der Toplane. Das ist nur im Blind Pick Modus auf der Summoner's Rift, also Kluft der Beschwörer, möglich. Dann gibt es da einmal den Draft-Modus. Das ist der Draft-Modus und das ist wie Ranked, nur ohne Wertung. Da gibt es einfach keine Wertung, also man kann nicht LP verlieren oder dazu bekommen. Und dann gibt es natürlich noch den Solo-Duo-Modus. Da kann man bis Master Duo-Queuen und das ist dann wirklich das gewertete Spiel. Und nach Master kann man nur noch Solo-Queue spielen. Auch natürlich auf der Kluft der Beschwörer. Und dann haben wir noch einmal so den teambasierten Modus, das ist die Flex-Queue. Und da kann man einfach mit bis zu 5 Spielern ein gewertetes Spiel spielen. Also es ist eine andere Rangliste als die Solo-Duo-Rangliste, aber halt trotzdem ein bisschen mehr competitive als der Draft-Mode, also als ohne Wertung. Dann gibt es noch Clash. Clash ist einfach ein Turnier quasi von Riot selber organisiert. Das gibt es immer mal wieder, meistens an Wochenenden, weil da die meisten Spieler spielen können. Und Riot sorgt dabei einfach dafür, dass man Grüppchen bilden kann, also Teams, Fünfer-Teams. Und diese Teams treten dann gegen andere Teams wieder an. Und den angesprochenen Clash-Modus, die Turniere, gibt es jetzt neuerdings auch auf der ARAM-Map. Die ARAM-Map ist einfach eine Lane, also All Random, All Mid, dafür steht das. Es ist eine andere Map, alle sind auf einer Lane, ist gut, um ein bisschen die Champs kennenzulernen. Gehen wir später auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein. So, jetzt wisst ihr ungefähr alles, was ihr so spielen könnt. Und die allermeisten Spiele finden auf der Kluft der Beschwörer statt. Und ich werde euch anhand dieser Karte jetzt probieren, alles zu erklären, was man so auf dieser Karte findet, damit ihr nicht einfach in das Spiel startet und euch denkt, hey, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was ist das alles? Genau das werde ich euch jetzt beantworten. Generelles Spielziel ist natürlich, diesen Nexus zu zerstören. Den Nexus gibt es hier einmal unten links auf der Blue Side und oben rechts auf der Red Side. Das ist so generell das Spielziel, den Nexus zerstören, dann hat man gewonnen. Aber das ist natürlich nicht so ganz einfach. Das Spielprinzip an sich gibt auch nochmal eine super gute Riot-Erklärung von. Also einfach auf der Seite von Riot selber nachschauen, da versteht ihr das dann relativ leicht. Ich fange mal an, von links nach rechts, von oben nach unten zu erklären. Wir fangen also an bei der Blue Side Base. Die Blue Side Base ist hier schön eingerahmt. Und was sich alles in der Blue Side Base befindet, ist folgendes. Wir haben hier einmal den Nexus, dann haben wir die zwei Nexus-Türme, die den Nexus extra verteidigen. Und dann gibt es natürlich die drei Lanes. Es gibt hier den Inhibitor für Top-Lane, für Mitte und für Bot-Lane. Und jeder Inhibitor hat noch einen extra Turm. Das ist dann der Top-Inhib-Turret oder der T3-Turm. Dasselbe gibt es für die Mid-Lane und natürlich auch nochmal für die Bot-Lane. Und das Ganze gibt es genauso, wie wir es hier haben, auch nochmal auf der Red-Side. Also wirklich komplett identisch, nur dass es halt gespiegelt ist. Die wohl wichtigsten Sachen sind die drei Lanes. Wir haben hier die Top-Lane, die oben lang läuft, deswegen auch Top-Lane. Wir haben hier die Mid-Lane, die in der Mitte der Karte ist. Und wir haben die Bot-Lane, die läuft hier unten lang, unten der Karte und dementsprechend Bot-Lane. Auf dieser Lane gibt es noch Türme. Wir haben hier einmal den T1-Turm, so heißt der. Dann gibt es hier den T2-Turm. Und wie gesagt, hier unten ist dann nochmal der Inhib-Turm oder der T3-Turm. Und das gleiche haben wir natürlich auch auf der anderen Seite. Also generell bei jeder Erklärung könnt ihr euch quasi vorstellen, das allermeiste gibt es nochmal gespiegelt auf der anderen Seite. Wenn man hier also in der Mitte durch den River eine Linie zieht, dann gibt es alles, was es links gibt oder unten auch rechts bzw. oben. Kommen wir nochmal zur Midlane, die haben natürlich auch hier den T1-Turm
hier den T2-Turm und hier den T3 bzw. Inhib-Turret. Und genau das gleiche finden wir auch auf der Botlane, den T1-Turm, T2-Turm und den T3-Turm. Das Interessante bei der Toplane und bei der Botlane ist diese Alkove. Diese Alkove ist ja gar nicht so neu, aber auch noch nicht so alt und ist einfach so eine kleine Addition zur Lane. Die Midlane geht leer aus, die hat keine Alkove. Die Lanes werden verbunden durch den River. Auf Deutsch Fluss, aber keiner sagt dazu Fluss, ob er jetzt auf Deutsch spielt oder nicht. Jeder sagt River. Es gibt hier einmal den Topside River, der Toplane und Midlane verbindet. Und dann gibt es den Botside River, der Botlane und Mitte verbindet. Also relativ intuitiv. In diesem River spawnt bei 3 Minuten 30 eine Krabbe. Ganz am Anfang spawnt auf beiden Riverseiten eine Krabbe. Und sobald man beide Krabben erlegt hat oder getötet hat, spawnt nur noch eine. Dabei ist das aber zufällig, auf welcher Seite die spawnt. Also die kann, nachdem beide getötet wurden, kann die dann einmal Topside spawnen, dann spawnt die nochmal Topside, danach spawnt sie Botside, dann wieder Botside, dann nochmal Botside und dann wieder Topside. Also das ist ganz zufällig, aber ganz wichtig zu wissen. Am Anfang spawnen auf beiden Riverhälften diese Krabbe und danach dann nur noch einmal. Die Krabbe ist ziemlich cool. Es ist erstmal ein Jungle Monster und wenn man sie tötet, dann kriegt man so einen kleinen Vision-Kreis. Und ja, wie gesagt, der gibt einem Vision und einen kleinen Movement-Speed-Buff. Also wenn man da durchläuft, wird man einfach schneller und man hat dort Sicht, wo man sonst keine Sicht hat. Was haben wir hier noch im River? Wir haben hier unten einmal das Drachenpit. Das Drachenpit ist super interessant und auch sehr spielentscheidend, Tatsache, denn da spawnen die Dragons. Wer hätte es erraten können? Und zwar gibt es da ganz viele verschiedene. Da gibt es einmal den Hextech Drake, da gibt es den Cloud Drake, da gibt es den Ocean Drake, da gibt es den Infernal Drake, den Mountain Drake und wen habe ich vergessen? Den Chemtech Drake. Natürlich gibt es dazu auch immer deutsche Begriffe. Also der Infernal Drake heißt Feuerdrache, der Ocean Drake heißt Wasserdrache oder Meeresdrache, der Cloud Drake heißt Winddrache, der Mountain Drake heißt Bergdrache, aber generell sind die englischen Begriffe da viel, viel läufiger einfach. Die werden deutlich mehr benutzt. Und bei den Drachen ist das ganz interessant und zwar ist es immer der dritte Drache, der die Map entscheidet. Was meine ich damit? Dann nehmen wir einfach mal ein direktes Beispiel. Als erstes spawnt der Mountain Drake, dann spawnt der Ocean Drake, nachdem man die natürlich erledigt hat. Also die spawnen nicht einfach so und stacken sich dann, sondern man muss die natürlich immer erledigen. Und als drittes spawnt dann der Infernal Drake. Und der dritte Drache entscheidet, welche Drachenseele es wird. Und die Drachenseele verändert gleichzeitig auch noch die Map. Also jeder Drache hat so kleine Features, die auf der Map sich immer unterscheiden. Beim Infernal Drake ist das zum Beispiel der Fall, dass einfach so ein paar Wände verschwinden. Die werden so weggebrannt, ne? thematisch nach dem Infernal Drake halt. Und da gibt es noch ganz viele verschiedene Effekte. Aber das ist super wichtig, weil die Drachenseele auch immer einen extrem starken Bonus hat. Die Drachenseele kriegt man, wenn man 4 Drachen an der Zahl hat. Und zwar kann man jetzt zum Beispiel in dem Beispiel hier am Anfang nehmen, man kriegt keinen von den ersten beiden Drachen, ne, die hat das Gegnerteam bekommen, aber dann die letzten 4 oder die nächsten 4 sind da alles Infernal-Drachen, weil die kommen dann nur noch, es spawnt immer dann nur noch der Drache, der die Seele ist. Und dann hat man 4-mal den Infernal-Drachen und dann hat man die Infernal-Soul. Und die Infernal-Soul gibt nochmal einen extremen Bonus. Also ganz wichtig für euch, ihr wollt immer 4 Drachen stacken, weil das ist extrem stark. So viel zu den Drachen. Kommen wir jetzt mal zu dem Topside River. Was befindet sich in dem Topside River? Das Baron Pit. In dem Baron Pit, wer hätte es sich denken können, spawnt der Baron. Aber, ganz wichtig, vor dem Baron, und das Baron spawnt erst ab der 20. Minute, spawnen insgesamt 2 Heralds. Harald, Shellys, dafür gibt es auch wieder ein paar spezielle Namen. Und die sind super gut, um Türme einzureißen. Also das ist so eine große lilane Krabbe, sage ich mal. Und wenn man die erledigt, dann kann man die aufsammeln, das ist so ein Auge. Und mit diesem Auge kann man die Krabbe bzw. den Herald wieder spawnen. Aber diesmal ist er in seinem eigenen Team, also die kämpft quasi für einen. Aber sie kämpft nicht so richtig, sondern sie zerstört nur Türme. Egal ob da Gegner oder sonst was sind, sie zerstört oder der Harald zerstört immer Türme. Und das ist super gut, denn Türme zu zerstören ist ein wichtiges Ziel, um an den Nexus zu kommen. Und was noch viel wichtiger ist, bis zur 14. Minute haben Türme Platten. Also Platings. Und diese Platings erschweren es, den Turm zu zerstören. Und je mehr Platings man zerstört, desto schwerer wird es, diesen Turm zu zerstören. Also der wird dann immer stärker bzw. immer tankiger, also er hat mehr Leben. Und dieser Herald oder Harald macht halt True Damage. Das bedeutet, er ignoriert die Resistenzen
und macht immer den festgelegten Wert an Schaden, was halt super gut ist, um diese Platings zu zerstören. Denn wenn man ein Plating zerstört, kriegt man Geld. Das bedeutet, man erledigt den Herald, dann sammelt man den Herald auf, setzt den ein, der rennt in einen Turm rein, also der stürmt so richtig auf die zu wie so ein Rambock und zerstört die Platten, beziehungsweise ein paar davon. Und für die Platten, die zerstört wurden, kriegt man selber als Spieler dann Gold. Und das ist ziemlich nice. Genau, wenn man den ersten Herald erledigt hat, der spawnt ab der 8. Minute, dann hat man 6 Minuten Cooldown und dann spawnt der nächste Herald. Aber der Herald, sag ich mal, wenn es jetzt die 15. Minute ist, dann werden es nach 6 Minuten natürlich bei 21. Und bei 21, haben wir ja eben gesagt, spawnt schon der Baron, beziehungsweise ab 20 schon. Wenn das vom Timing nicht mehr hinhaut, gibt es auch nur manchmal einen Herald. Das heißt, wenn man beide haben möchte, schnell den ersten holen, dann hat man noch Zeit für den zweiten und dann hat man danach Zeit für den Baron. Apropos Baron, das ist ja der, weswegen der Pit auch so heißt, der Baron Nashor. Okay? Und der ist extrem stark. Das kriegt man meistens, also gut, manchmal kriegt man es auch alleine hin, aber da muss man sehr stark für sein, denn in den meisten Fällen braucht man immer sein Team dafür, um diesen Baron zu erledigen. Und wenn man den Baron getötet hat, dann kriegen alle lebenden Mitspieler, also alle lebenden Verbündeten, kriegen dann den Baron-Buff. Das bedeutet, sie werden stärker, also sie kriegen einfach Stats und verstärken die Vasallen in der Nähe. Jetzt komme ich zu den Vasallen, kurzes Intermezzo-Vasallen. Das sind die Viecher, die so alle 30 Sekunden aus dem Nexus kommen, das sind Bots, NPCs, die laufen auf die Lanes, also hier auf der Top-Lane, auf die Mitte und auf die Bot-Lane und beim Gegner natürlich genauso. Und die sind einfach dafür da, dass man Erfahrung und Gold kriegt und so ein bisschen halt das Spiel voranbringt, ne? Weil ohne die wäre schwierig. Und dieser Baron-Buff verstärkt halt genau diese Vasallen. Der Baron wird dafür benutzt, das Spiel dann zeitnah zu beenden. Das ist so quasi so, damit das Spiel nicht unendlich lang geht, gibt es dann den Baron, den kann man machen. Und dann kann man so langsam das Spiel beenden, beziehungsweise sich einen sehr starken Vorteil erarbeiten. Der Baron-Buff ist natürlich nicht unendlich lang, der hält ein paar Minuten und dann ist er auch wieder weg. Weil sonst wäre das ziemlich OP. OP heißt übrigens overpowered, an die Leute, die es nicht wissen. Aber komme ich nochmal zurück zu den Vasallen. Und da ist es so, dass eigentlich gibt es 4 Arten der Vasallen. Nehme ich mal jede durch. Eine normale Wave besteht aus 3 Melee, also Nahkampf-Vasallen. Und aus 3 Range, also Reichweiten-Vasallen. Die haben einfach ein bisschen Reichweite und sind so ein Fernkämpfer. Und dann gibt es immer mal wieder einen Belagerungsvasall. Der Belagerungsvasall hat so eine dicke Kanone damit dabei, fährt auch, ne, auf ein paar Rädern und ist einfach deutlich stärker als die normalen Vasallen. Und dann gibt es noch den Supervasall und den kriegt man, wenn man die Inhibitoren zerstört. Nehmen wir also mal das Beispiel. Wir sind hier auf der Top-Lane, ne, spielen die Blue Side. Das bedeutet, wir laufen hier oben lang und pushen immer weiter zur roten Seite. Da zerstören wir erst den T1-Turm, zerstören wir den T2-Turm, dann den T3-Turm und hier ist dann der Inhibitor. Und diesen Inhibitor zerstören wir jetzt auch und das sorgt dafür, dass jetzt ein Supervasaller auf der Lane erscheint. Und das so lange, bis der Inhibitor zerstört ist. Der kann sich nämlich selber wieder aufbauen. Das allerdings dauert ein paar Minuten. Das bedeutet, in der gesamten Zeit, wo dieser Inhibitor kaputt ist, kommen aus der Base 3 Melee-Vasallen, 3 Range-Vasallen und ein Super-Vasall. Und dieser Super-Vasall, der hat den Namen nicht von irgendwo, nämlich der ist wirklich super stark. Also Inhibitoren sind auch dafür gedacht, dass man quasi das Spiel beendet in der nächsten Zeit. Weil einfach diese Super-Vasallen so stark sind, dass die automatisch halt immer die gegnerische Wave zerstören und besiegen. Und dementsprechend immer in deren Base pushen. Jetzt kommen wir aber mal in dem Fall und sagen, wir sind jetzt so stark, wir haben zum Beispiel den Baron geholt und haben die ganzen Türme auf der Karte zerstört. Hier, bis auf die Nexus-Türme, die stehen hier noch mit dem Nexus. Und wir haben nicht nur die Türme zerstört, sondern wir haben auch alle 3 Inhibitoren zerstört. Was jetzt nämlich passiert, ist, dass man einen extremen Vorteil erhält. Und zwar spawnen jetzt auf jeder Wave 2 Supervasallen. Das bedeutet, alle 30 Sekunden kommen die Minions ja und dann kommt aus jeder Wave, kommen Toplane 2 Supervasallen extra, kommen Mitte 2 Supervasallen extra und dann kommen auch noch Botlane 2 Supervasallen extra. Und das ist wirklich der Zeitpunkt, wenn man die 3 Inhibitoren von den Gegnern zerstört hat, dann ist man so stark, dann sind die Minions so stark, dass man das Spiel wirklich in den nächsten paar Minuten spätestens beenden sollte. Und das ist auch wirklich so zu 99% der Games immer der Fall. Dann komme ich jetzt kurz nochmal zu den Lanes und die Spielerverteilung. Also wie spielt man im Normalfall überhaupt League of Legends? Und zwar hat man eine Person meistens auf der Top-Lane, eine Person auf der Mid-Lane
und zwei Personen auf der Botlane. Das ist einmal der AD Carry und der Supporter. Jetzt fragt ihr euch, Phil, das sind ja aber nur vier Personen, man spielt ja 5 gegen 5. Wo ist die fünfte? Das ist der Jungler. Der Jungler befindet sich hier im Jungle. Und da gibt es einmal den Topside-Jungle, ne, der ist hier auf beiden Seiten halt einmal vorhanden, für jeden Jungler ein Topside-Jungle-Viertel. Und dann gibt es natürlich noch den Botside-Jungle. Botside-Jungle auch wieder, also der gesamte Jungle, müsst ihr euch vorstellen, ist in vier Viertel aufgeteilt. Es gibt zweimal den Topside-Jungle und zweimal den Botside-Jungle. Und jeder Jungler hat einen Topside-Jungle und einen Botside-Jungle. Wie gesagt, hier ne, könnt ihr euch so eine imaginäre Linie durchziehen, was der River eigentlich schon ist. Links davon ist die Blue Side und dann gibt es den Blue Side Topside Jungle und den Blue Side Botside Jungle. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Red Side Topside Jungle und der Red Side Botside Jungle. Und so spielt man dann auch schon League of Legends. Wir haben jetzt auch nochmal viel über die Türme gesprochen. Ganz wichtig bei den Platings ist es, dass je mehr Leute auch am Turm sind, der Turm schwieriger ist zu zerstören. Aber das ist nur während den ersten 14 Minuten, so lange halten die Platings nämlich. Da ist es halt dann manchmal sinnvoll, dass man dann gar nicht zu 5 den Turm zum Beispiel angreift, sondern nur die zwei, die halt am meisten Schaden machen. Weil je mehr Leute am Turm, desto mehr Resistenzen. Und nochmal eine ganz wichtige Information, sobald gar keine Minions in der Nähe sind, macht ihr wirklich nur einen Bruchteil eures Schadens an den Türmen. Also es ist eigentlich fast unmöglich, so einen Turm, auch wenn er wenig Leben hat, ohne Minions zu zerstören. Das geht wirklich nur ganz am Ende des Spiels. Und selbst da ist das sehr knapp. Jetzt habe ich ziemlich lange über die Map gesprochen, was es da so gibt, wo was ist. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Punkt, was wir spielen, beziehungsweise wo wir nachschauen, wenn wir wissen, was wir spielen. Und zwar gibt es natürlich super viele Champs. Es gibt mehr als 160 Champs. Jeder Champ hat 4 Fähigkeiten, manchmal sogar noch mehr. Dann noch eine Passive, man muss Itembuilds kennen, man muss Runen kennen, Masteries, Skill Order und noch vieles mehr. Das ist super viel am Anfang und das kann man einfach nicht wissen. Aber keine Sorge, ich bin ja genau dafür da und ich zeige euch jetzt, wo man nachschauen kann. Einer der möglichen Hilfe und das ist Gaming Academy. Das sind wir. Wir haben nämlich hier zum Beispiel Champion Guides. Da sind noch nicht alle Champions aufgeführt, aber die werden noch Tag für Tag, Woche für Woche werden die aktualisiert, werden neue Champions mit zugefügt und ihr könnt dann einfach hier hingehen, euch aussuchen, gehen wir mal auf Toplane, wollen wir mal wissen, wie jetzt zum Beispiel, hier habt ihr dann einen Toplaner, Aatrox gespielt wird. Wobei, wir nehmen mal lieber einen einfacheren Champ und wir nehmen Shen. Und dann steht da direkt, was der für Fähigkeiten hat, welche Beschwörerzauber man mitnehmen sollte, welche Runen ihr mitnehmen sollt. Habt ihr noch eine kurze Beschreibung, wie Shen an sich funktioniert, was der macht, was der machen soll. Und hier habt ihr dann die Reihenfolge der Skills, also der Fähigkeiten, was ihr am Anfang leveln sollt auf Level 1. Und das geht ja bis Level 18. Habt ihr auch super viele verschiedene Möglichkeiten. Hier wird euch das Ganze auch nochmal erklärt. Und dann auch nochmal ein schöner, ausführlicher Text, weil es ist wichtig zu wissen, was man macht. Aber es ist auch sehr wichtig zu wissen, warum man das macht. Weil erst wenn man das Warum versteht, weiß man ja, was man in welcher Situation machen soll. Gut, jetzt wissen wir also die wichtigste Karte, wie die funktioniert. Kluft der Beschwörer. Wir wissen jetzt, wie wir nachschauen oder was wir nachschauen, wo wir nachschauen, wenn wir einen Champion spielen wollen, was dann am besten auf diesem ist. Und jetzt kommen wir dazu, was denn der beste Champion für euch ist, um das Spiel kennenzulernen, beziehungsweise eure ersten Erfahrungen zu machen. Bevor wir den Einstieg machen, mit welchen Champion jetzt auf welche Rolle spielen sollt, gehen wir einmal die wichtigsten Stats durch, die so ein Champ hat. Fangen wir damit an. Leben. Leben ist die HP. Das bedeutet einfach, wie viel Leben ihr habt. So viel Schaden könnt ihr bekommen und dann seid ihr tot. Oder halt noch nicht. Dann habt ihr AP. Das ist Ability Power, also euer magischer Schaden. Den braucht ihr, wenn ihr meistens Fähigkeiten benutzt. Die machen dann mehr Schaden, je mehr AP ihr habt. Fähigkeiten können aber auch mehr Schaden machen, wenn ihr mehr AD habt. AD ist Attack Damage und steht für den physischen Schaden, den Angriffsschaden, den ihr habt. Je höher euer Angriffsschaden ist, wer hätte es denken können, desto mehr Schaden macht ihr auch mit euren Angriffen. Mit euren ganz normalen Auto-Attacks. Und als Resistenzen gibt es dann die Rüstung und die Magieresistenz. Die Rüstung ist gut, um euch gegen physischen Schaden, also gegen Attack Damage, gegen AD Damage zu verteidigen. Und die Magieresistenz ist dafür gedacht, euch gegen magischen Schaden, also AP Damage, also Ability Damage, zu verteidigen. Je mehr Rüstung ihr habt, desto weniger AD Damage erhaltet ihr. Je mehr Magieresistenz ihr habt, desto weniger AP Damage erhaltet ihr. Und je mehr Leben ihr habt, desto mehr Leben habt ihr. Fangen wir an mit der Top Lane.
Toplane empfehle ich euch zwei verschiedene Champs. Einmal den Garen. Garen ist ein AD Bruiser. Okay? Bevor ihr euch denkt, Phil, du wolltest Wörter erklären, was ist denn ein AD Bruiser? Ja, das ist so ein Champ, der Melee ist, also Nahkampf-Champion, und der so eine Mischung aus viel Damage und viel Leben hat. Also hat er so mittelmäßig Damage und mittelmäßig Leben. Und das ist Garen. Und Garen ist recht simpel, ist eigentlich super simpel, der rennt auf den Gegner rauf und tötet ihn. Ja, drückt dabei noch drei Fähigkeiten. Und dann auf der anderen Seite empfehle ich euch den Malphite. Der Malphite ist ein AP-Tank. Also, ne, AP-Tank können wir jetzt schon mal zusammenbasteln. Er macht magischen Schaden und hält extrem viel aus, weil das ist ein Tank. Tanks, ne, Panzer sind einfach super tanky, haben super viel Leben, super viel Resistenzen, halten extrem viel aus. Also, falls ihr reingehen wollt, nehmt euch einen davon. Ich werde euch jetzt hier trotzdem auch schon mal Champs für den Jungle vorschlagen, auch wenn das nochmal ein ganz separates Thema ist. Also machen wir das ganz schnell. Wenn ihr Schaden machen wollt, viel Schaden, dann nehmt ihr Master Yi. Ne? Das ist nämlich so ein AD Bruiser in die Richtung. Auch so, manchmal auch so ein AD Assassin. Also macht extrem viel Schaden in kurzer Zeit oder macht so sehr viel Schaden über längere Zeit. Und falls ihr da auch lieber einen Tank haben wollt, der reingeht, der Leute festhält, der dafür sorgt, dass sein Team sie tötet, dann nehmt ihr Sejuani. Sie ist auch ein AP-Tank. Auf der Mitte wird eigentlich alles gespielt. Dementsprechend war es recht schwierig, so eine schöne Mischung zu finden von einfachen Champs, weil viele Champs in bestimmten Klassen sind einfach sehr schwierig zu spielen. Aber ich habe euch rausgesucht, Annie und Malzahar. Annie ist ein Burst-Mage. Mage, wisst ihr schon mal, macht magischen Schaden, also AP-Damage. Und Burst-Mage bedeutet, dass sie extrem viel Schaden in kurzer Zeit macht. Das bedeutet, sie macht einmal alle ihre Fähigkeiten und dann sollte der Gegner im besten Fall tot sein. Hört sich gut an. Falls ihr aber so kontrolllastig spielt, ein bisschen langsamer, ein bisschen kontrollierter, dann empfehle ich euch Malzahar. Malzahar ist nämlich ein Control Mage, ne? Auch wieder Mage, AP Damage. Und Control steht in dem Fall dafür, dass er einen gewissen Bereich um sich herum kontrollieren kann mit seinen Fähigkeiten. Das bedeutet also, dass man dafür sorgt, dass Gegner nicht in gewisse Bereiche reingehen dürfen, sonst werdet ihr sie kaputt machen. Das ist Malzahar. Kommen wir jetzt zu relativ einfachen AD Carries. AD Carries muss ich jetzt dazu sagen noch, die sind auf der Botlane zu Hause, aber natürlich kann man auch AP Carries spielen. AD Carries sind Attack Damage Carries, das bedeutet physischer Schadenträger. Sie tragen das Team, weil sie so stark sind, weil sie so viel Schaden machen, mit dem physischen Schaden. Aber genauso gibt es Ability Power Carries und das sind die APCs. Die tragen das Team dann mit dem magischen Schaden. Aber gut, wir haben jetzt, in dem Normalfall werden nämlich AD Carries gespielt. Wir haben jetzt AD Carries rausgesucht und da haben wir einmal die Ashe und einmal die Miss Fortune. Und Ashe ist ja so ein bisschen Utility-lastig. Das bedeutet, keine Sorge, ich erkläre euch das, dass ihr euer Team mit Crowd Control, mit CC unterstützen könnt als gleichzeitiger Damage-Dealer. Das waren sehr viele Begriffe. Crowd Control bedeutet Massenkontrolleffekte. Das ist die direkte Übersetzung. Und da gehört jeder Effekt zu, der den Gegner daran hindert, sich in irgendeiner Weise fortzubewegen oder irgendwas zu machen. Zum Beispiel kann man Gegner verstummen. Das bedeutet, die können keine Fähigkeiten machen. Man kann Gegner festhalten. Man kann Gegner verlangsamen. Man kann Gegner auf noch eine andere Art festhalten. Man kann Gegner betäuben. Das sind alles Möglichkeiten, wie man dafür sorgt, dass diese Gegner ungefähr an diesem Ort bleiben, wo sie sind. Okay, das sind Crowd Controls. Das sind CCs auf kurz. Aber gleichzeitig macht Ashe natürlich auch Schaden. Und dann hat man die Miss Fortune, die macht Schaden, und zwar richtig viel. Und ist auch relativ simpel. Entscheidet euch also, ob ihr eher als Carry dann wirklich nur Schaden machen wollt oder gleichzeitig noch so Teils-Unterstützer seid, aber schon mehr Damage macht. Und als letzte Rolle haben wir die Supporter. Und hier unterscheidet sich das auch nochmal extrem von eurem Job, den ihr machen wollt. Supporter sind nämlich eine breite Bande. Ihr könnt euer Team damit unterstützen, dass ihr selber extrem viel Schaden macht. Ihr könnt euer Team damit unterstützen, dass ihr sie am Leben haltet, in Form von Heilungen und Schilden. Oder ihr könnt euer Team damit unterstützen, dass ihr die Gegner festhaltet. Das bedeutet mit CC, was ich eben erklärt habe, sorgt ihr einfach dafür, dass die Gegner sich nicht mehr bewegen können. Und dann könnt ihr auch noch so ein bisschen, das ist aber meistens schon mit den Schilden und den Heilungen mit inbegriffen, dafür sorgen, dass euer Team einfach mehr Schaden macht. Die nennt man Enchanter. Das sind Verzauberer. Die verzaubern nämlich eure Mitspieler und auf einmal machen die ganz viel Schaden. Und dann gibt es die anderen Supporter, das sind die
Tank-Supporter, das sind die Engage-Supporter. Und das steht dafür, also Tank-Supporter sind ja die, die viel aushalten. Und Engage-Supporter sind die, die reingehen. Lange geredet, kurzer Sinn, was haben wir für euch am Start? Wenn ihr eher reingeht als Supporter und viel aushalten wollt, habt ihr die Leona. Die ist gut. Und wenn ihr eher euer Team von hinten unterstützen wollt, mit Heilungen und dafür sorgen wollt, dass euer Team länger überlebt, habt ihr die Soraka. Könnt ihr beide, je nachdem, was euer Job sein sollte, könnt ihr beide auswählen und mit denen spielen. Jetzt wissen wir also die Kluft der Beschwörer, was das so ist, was man da macht. Jetzt wissen wir, wo wir nachgucken und was wir nachgucken, wenn wir einen neuen Champ spielen. Und wir wissen jetzt auch noch, welchen Champ wir spielen wollen, wenn wir mit dem Game neu anfangen. Jetzt die Frage, wie fange ich denn am besten an, beziehungsweise wie lerne ich am besten das Spiel? Keine Sorge, ich bin ja da für euch und ich werde euch das erklären. Also, wie lernt ihr am besten League of Legends? Erstmal sucht ihr euch eine Rolle aus. Ihr entscheidet euch also, wollt ihr Toplane spielen, wollt ihr Jungle spielen, wollt ihr Midlane spielen, wollt ihr Botlane spielen, also AD Carry oder Supporter. Wenn ihr euch auf die Rolle festgelegt habt, nehmen wir einfach mal wieder Toplane als Beispiel. Dann sucht ihr euch einen Champion aus. Und ihr denkt euch jetzt, Phil, ich muss aber erstmal rumtesten. Ja, ihr könnt erstmal rumtesten, die Champs verschieden austesten, was euch so am besten gefällt. Dafür könnt ihr aber zum Beispiel auch YouTube-Videos angucken. Und dann entscheidet ihr euch für einen Champ auf der Toplane. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Garen, den findet ihr richtig klasse. Den spielt ihr jetzt die ganze Zeit. Und ich kann euch jetzt genau erklären, wieso das so wichtig ist, dass ihr nur noch Garen spielt. Ihr denkt euch jetzt nämlich vielleicht, ja Phil, aber dann lerne ich ja gar nicht die anderen Champs kennen. Die wirst du früh genug kennenlernen. Die wirst du nämlich kennenlernen, wenn du das Spiel als Garen spielst. Dann spielst du ja gegen die anderen. Und ich kann dir erklären, du wirst immer erst den Champion lernen und dann das Spiel. Du wirst am Anfang so viel mit Garen zu tun haben, dass du gar nicht das Spiel überhaupt verstehst, gar keine Zeit hast, dir das anzugucken. Das bedeutet, du lernst erstmal Garen. Garen hat den Vorteil, er ist sehr simpel, den lernst du relativ schnell. Und dann kannst du dich mit dem Spiel beschäftigen. Dann kannst du sehen, wie man Türme zerstört, wie man Minions zerstört, wie man Crossmap-Plays macht, wie man Dragon spielt. Dann kann man alles sowas verstehen, okay? Und wenn ihr jetzt eine Rolle und einen Champ habt, dann schaut ihr euch extrem viel Content an. Ihr werdet also Videos wie genau dieses Video euch anschauen. Ihr werdet Streams anschauen, ne? Kann ich übrigens auch einen guten empfehlen. Und dann werdet ihr euch YouTube-Videos anschauen, Garen-Guides, dann werdet ihr euch alles Mögliche anschauen, wie das Spiel funktioniert. Ihr seid so quasi ein Schwamm und saugt alle Informationen auf. Und so lernt ihr League of Legends am besten. Und dann, wenn ihr einen Ticken weiter seid, das würde ich euch nicht zu früh empfehlen, könnt ihr auch noch auf die besprochene Aram-Map. Da ist nämlich der Vorteil, dass ihr einen zufälligen Champion zugelost kriegt und dann noch gegen 9 andere zufällig zugeloste Champions spielen werdet. Das bedeutet, es sind extrem viele neue Champs auf einmal und ihr spielt gleichzeitig auch noch einen neuen Champ. Deswegen würde ich euch das nicht ganz am Anfang empfehlen, weil dann ist das eine maximale Überforderung. Aber wenn ihr so ein bisschen das Spiel verstanden habt und euch jetzt mal an weitere, andere Champions herantesten wollt, dann könnt ihr einfach mal so ein paar Arams spielen. Ist auch ziemlich lustig am Anfang, am besten noch mit 4 Premates, also mit 4 Mitspielern. Und dann seht ihr einfach mal so, was verschiedene Champs machen. Dann findet ihr vielleicht mal heraus, hey, die Annie auf der Midlane, die finde ich ja auch ganz toll. Würde ich auch gerne mal austesten. Und dann zack, mit Annie auf die Kluft der Beschwörer, da die Gegner rasieren und dann easy peasy lernt ihr das Spiel. Falls du bis hierhin Unklarheiten oder irgendwelche Fragen hattest, schreib es auf jeden Fall in die Kommentare und wir geben unser Bestes, sie dir zu beantworten. Für weitere Tipps kann ich dir natürlich die Gaming Academy ans Herz legen. Einfach mal gamingacademy.de eingeben, auf die Seite gehen und da warten dann schon Replay-Analysen, Guides etc. etc. und weitere, viel weitere Lerninhalte. Und selbst ich habe da auch noch einen 45-minütigen Jungle-Kurs, wo ich wirklich einfach 45 Minuten straight up über das Thema Jungle rede. Da wirst du also auf jeden Fall auch noch sehr viel lernen können. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch eine wichtige Information, aber die werde ich dir erst in der Endcard erzählen. Moinsen, hier bin ich. Hi, grüß dich, schön, dass du da bist. Über mir ist jetzt eine Playlist. Einfach mal draufdrücken. Da sind Anfänger-Guides für jede einzelne Rolle dabei. Wenn du also noch besser werden möchtest, empfehle ich dir jetzt einfach mal da oben drauf zu drücken. Also nutz die letzten paar Sekunden der Endcard, bevor sie abläuft. Draufdrücken und viel Spaß beim Lernen.